Servus Leute, schön, dass ihr einschaltet bei The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 oder Tears of the Kingdom. Ja Leute, letztes Mal haben wir echt viele Schreine gemacht und uns die Welt ein bisschen angeguckt, aber wir haben storymäßig nicht viel geschafft und deswegen haben wir noch nicht mal die Karte freigeschaltet und das ist ein Fehler. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt zunächst erst machen. Wir folgen mal der Story mal ein Stück, bis wir ein bisschen was geschafft haben, damit wir auch ein bisschen mehr von der Welt erkunden können, wo es auch mehr Sinn macht. Also Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's. So, ihr seht, ich habe jetzt auch eine neue Sitzposition. Ich finde sie etwas besser, weil ihr so auch die Karte sehen könnt. Im Endeffekt seht ihr, das Einzige ist jetzt nicht die Uhrzeit, aber die könnt ihr anhand der Sonne sehen. Und das ist das Unwichtigste eigentlich. Ihr könnt die Temperatur sehen und wie laut ich bin. Und ihr könnt die Karte sehen. Also bleibe ich jetzt während Legend of Zelda hier, okay? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und jetzt gehen wir da hoch zu Pura. So, weil ich denke, jetzt können wir hoch zum Turm endlich. Das hier hin, nein, das hier muss so. Juhu. Und fertig. Link, bist du bereit? Auch ich habe meine Vorbereitung abgeschlossen. Jetzt sollte der Teleporter funktionieren. Fehlt nur noch eines. Hey! So, Joscha, hier drüben ist alles bereit. Betätige den Schalter. Dieser Mechanismus sah aus wie eins dieser komischen Dinger. Aus Breath of the Wild, oder? Diese Konstrukte. Jetzt geht oben auf! Alter, was? Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist eine coole Cutscene eigentlich, Leute. Ich mache mich mal kurz weg. Das ist schon geil, wie jetzt überall die Dinger hochgehen. Fett. Direktorin Puna, die Kartografietürme an den übrigen Standorten scheinen auch alle bereit zu sein. Moment, bereit? Wir müssen sie noch besteigen. Okay, alles klar. Ja. Dann los, Link. Jetzt bist du an der Reihe. Als erstes. Aha, in die Vorrichtung muss man das Ding halten. Moment, einfach drücken wahrscheinlich, oder? Ja. War das nicht gerade schon offen? Was zum Teufel wird hier gespielt? Dürfen wir jetzt endlich hoch? Ach so, das ist auch ein Teleporter. Ich habe mich ja schon gewundert. Wir können immer zu den Schreien teleporten, aber nicht an diese Örtlichkeiten. Okay, das geht jetzt sozusagen. Okay. Du kannst dich jederzeit auf die Plattform jedes registrierten Kartografieturms teleportieren. Eine geniale Erfindung. Aber das ist noch lange nicht das Tollste an dem Kartografieturm. Was denn noch? Ja, das Erstellen von Karten. Aha. Die Topografie der Umgebung. Aha, okay. Juhu! Ja, wo ist denn unser Segel? Wir haben ja keins. Kriegen wir jetzt eins? Wir konnten die Sache folglich bisher noch nicht testen. Also, wärst du da mal so freundlich? Ja, da ist unser Segel. Wir bekommen es endlich. Wobei, wir haben es eigentlich ziemlich am Anfang gekriegt. Ich habe nur so viel schon gespielt und mich gewundert, wo man das hat. Aber ja, man kriegt es eigentlich direkt am Anfang. Dann zeig uns mal, was du kannst. Ja gut, machen wir mal. Der Abschlusstest. Ja, los, los, los. Ich werde alles vom Forschungslabor aus observieren. Gut, Pura. Ja. Sobald der Abschlusstest abgehakt ist, folgt eine letzte Besprechung für die Suchaktion nach Prinzessin Zelda. Also müssen wir für die Story nochmal zurückkehren. Okay, wir müssen die von dem Kataklysmus betroffenen Orte auf der Karte verzeichnen. Okay, wir sollen dann nochmal herkommen. Okay, jetzt fahren wir aber erstmal hoch. What? Ich sag's euch ja. Das sind die Konstrukte aus Breath of the Wild. Oh.
Das war schon ein bisschen komisch, oder? What? Hallo? Damit habe ich jetzt auch überhaupt nicht gerechnet. Moment, Segel? Nee, das läuft automatisch hier. Das ist schon echt witzig, oder? So ein Schmarrn, oder? Das war vorher nicht nötig und trotzdem hatten wir eine Karte. Aber okay. Ich finde es ja ganz hübsch gemacht. So, jetzt können wir es endlich mal sehen. Ah, erstmal diese Bereiche hier. Aber ich war ja schon in anderen. Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Archipel des inneren Hyrule. Deine Himmelskarte wurde aktualisiert. Ja, logischerweise, ne? Oh, wir müssen sau viel Türme noch... Oh Gott, Gott, wir müssen sowieso sau viel erkunden. Ja, können wir schon wieder steuern, oder? Ja, Parasegel können wir mit X aufrufen. Wir können uns aber erst ein bisschen umschauen, weil wenn ihr da hochguckt, es gibt echt viele Himmelsinseln. Ich habe auch einige Sachen festgestellt. Wie zum Beispiel, dass... wir gehen gleich und machen die Story, bevor wir uns für Erkundungen ranmachen. Du kannst zum Beispiel die Felsen, die vom Himmel fallen, die mir gleich am Anfang aufgefallen sind, auch mit der Zeit umkehren und mit denen hochreisen. So, wir müssen mal langsam unseren Segel ziehen. So, sehr schön. Wo ist Pura? Vielleicht hier? Ja, da ist sie. Das muss ich euch mal zeigen. Da gibt es ganz witzige Sachen. Und ich kam halt nicht runter und musste mich immer teleportieren. Okay. Willkommen zurück auf festem Boden. Das war ein hübscher Fluglink. Und konntest du die Kartenerstellung erfolgreich durchführen? Mhm. Ja, das freut mich, denn für unsere weitere Nachforschung wird die Karte unerlässlich sein. Kartografietürme findest du übrigens überall auf der Welt, also nutze sie, wann immer du kannst. Ja. So, jetzt geht's endlich ans Eingemachte. Der Kataklysmus hat nämlich nicht nur hier seine Spuren hinterlassen. Überall in Hyrule wird von seltsamen Phänomenen berichtet. Würdest du mir kurz deine Karte zeigen? Vielleicht kriegen wir jetzt ein paar Orte, die wir untersuchen sollen. Das wäre eigentlich ganz witzig. Aha, da hinten, da war ich noch nicht. Zum einen wäre da Hebra im Nordwesten von hier. Ne, da waren wir auch natürlich nicht. In Eldin ist auch viel zu kalt vielleicht. Gerudo natürlich sehr heiß. Ranel, das ist doch das mit dem Wasser. Und was ist da bitte im Südosten? Da gibt's nichts, oder was? Ja, natürlich, oder? Vielleicht ist da aber noch was. Vielleicht gibt es gar keinen direkten Zusammenhang, aber ich habe das Gefühl, das Erforschen dieser Phänomene könnte uns auf die Spur von Prinzessin Zelda bringen. Übrigens, Direktorin Pura, es geht ein Gerücht um. Im Dorf der Orni, das in Hebra im Nordwesten liegt, hätte angeblich jemand Zelda gesehen. Aha, ist das die erste Station? Dort hinter, da wo dieser komische Sturm ist. Ein Gerücht, sagst du? Eigentlich widerstrebt es meinen wissenschaftlichen, geschulten Geist, mich vom bloßen Gerede beeinflussen zu lassen. Naja, es ist meistens ein Hinweis auf tatsächliche Vorgänge. Also würde ich das jetzt mal nicht einfach so mal wegzirken, aber sie wird es ja sowieso ernst nehmen. Aber in der jetzigen Situation könnten selbst Gerüchte wie diese den entscheidenden Hinweis liefern. Mhm. Ach ja, Link. Ich habe übrigens auch die Leute von der Zeitung um Hilfe bei der Suche nach Prinzessin Zelda gebeten. Niemand hat den Finger mehr am Puls von Hyrule als sie. Die Redaktion befindet sich direkt beim Dorf der Orni. Also, das ist die Station, wo wir hin sollen, im Endeffekt. Ja, aber, Leute, wir gucken uns natürlich erstmal um. Ich habe mir auch einige Marker gesetzt für Schreine, die müssten wir auch noch abklappern. Ich werde weiterhin die durch den Kataklysmus herabgestürzten Ruinen und entstandene Abgründe untersuchen. Außerdem werde ich mich in Dörfern und anderen Treffpunkten von Reisenden umhören. Vielleicht finden wir auch dort Hinweise zum Verbleib von Prinzessin Zelda. Die Erkundung der Phänomene liegt also ganz allein in deiner Hand, Link. Ich bin mir sicher, wir werden Prinzessin Zelda finden. Gut. Gut, das hätten wir geschafft. Hier ist eine Nebenquest von Yosha. Tut mir leid, ich muss unverzüglich etwas mit Onkel Robbie diskutieren. Es geht um unsere Forschung der Abgründe. Wir unterhalten uns später. Ja, ich denke, das ist eine Nebenquest. Ich meine, wir haben hier nicht weit entfernt auch einen, ja, so einen Abgrund. Den müssten wir auch noch erforschen. Ja, ja, das ist jetzt die Nebenquest. Okay, ich spreche mal mit denen gleich. Oh. Guten Morgen, was für ein wundervoller Morgen, oder? Oh. Hey, du, dein Pura-Pad ist noch nicht ganz perfekt. Da ist noch Luft nach oben.
Wenn die Sache mit Joshas Erforschung der Abgründe erledigt ist, gehe ich gleich zurück ins Institut. Komm schon, Onkel Robbie, hörst du mir überhaupt zu? Natürlich. Also, worum ging es noch gleich? Ich habe gesagt, dass ich den Untergrund erforschen will. Wenn du mir nicht zuhörst, gehe ich einfach los und hüpfe selbst in einen Abgrund. Oh nein, das wäre keine gute Idee. Davon rate ich ausdrücklich ab. Der Untergrund ist eine ausgedehnte und bisher völlig unerforschte Sphäre unterhalb der Abgründe. Auch mich interessiert es brennend, was dort unten sein mag. Ein überaus faszinierendes Forschungsobjekt. Der Untergrund ist aber auch ein überaus gefährlicher Ort. Dort kann ich unser Wunderkind noch nicht hingehen lassen. Wenn Punas Schützling etwas zustößt, wäre das mein Ende. Andererseits könnten wir mehr über den Untergrund erfahren, wenn wir die Sache mit dem rätselhaften Bild ergründen. Rätselhaftes Bild? Oh, hallo, Herr Ritter, tut mir leid, ich war gerade ins Gespräch vertieft. Leiterin der Untergrundforschung. Ach, sie ist die Leiterin da. Also, das rätselhafte Bild. Neben verschiedenen anderen Objekten hat die Forschungsgruppe dies hier aus dem Untergrund mitgebracht. Zeig mal, was denn? Ah, das sind doch solche, ja, Wandmalereien oder, ja. Das Bild auf diesem Fragment. Die abgebildete Figur steht auf zwei Beinen und hebt einen Arm. Denkst du nicht auch, dass sie wie eine Person aussieht? Wenn hier wirklich eine Person abgebildet ist, könnte dies ein Beweis sein, ein Beleg, dass der Untergrund einst besiedelt war. Darum wollte ich mich in den Untergrund vorwagen, um zu untersuchen, ob es dort noch ähnliche Abbildungen gibt. Ich wollte mich unbedingt persönlich vergewissern. Aber jetzt sagt Onkel Robbie, dass es zu gefährlich wird und lässt mich nicht in den Abgrund hinabsteigen. Ach, Joscha. Weißt du was? Wieso überlässt du die Untersuchung, was es mit dem rätselhaften Bild auf sich hat, nicht einfach mir? Und Link! Also mir. Du kannst dein Bruderpad verwenden, um etwas zu finden, das wie dieses Bild aussieht. Davon kannst du dann mit Fotomodul ein Foto schießen und es Joscha zeigen. Ist dieser Plan nicht genial? Fotomodul, ja, wir können Fotos wieder machen. Jetzt sag nicht, dass du das Fotomodul noch nicht kennst. Das ist doch eine der Hauptfunktionen des Bruderpads. Das Fotomodul ist eine großartige Erfindung. Damit kannst du Landschaften in Bilder, sogenannte Fotos, verwandeln. Na, da hast du wohl noch nicht alle Feinheiten deines Bruderpads entdeckt. Nicht so schlimm. Komm mit, ich werde dir beibringen, wie man es verwendet. Im Untergrund sind jede Menge Monster, da kann ich sowieso einen Leibwächter gebrauchen. Mal sehen. Ja, wir sollten wohl durch den Abgrund im Süden des Spähpostens hinabsteigen. Ich gehe schon mal vor, komm du nach, sobald du deine Vorbereitung abgeschlossen hast. Bis später. Das könnten wir tatsächlich noch machen. Warte mal. Das machen wir dann schon. Das ist sogar eine Hauptstory. Das hätte ich jetzt fast nicht gedacht. Also, hier ist die Karte. Hier ist übrigens Epona. Stimmt, habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich war im Stall und ich hatte nämlich ein Pferd gefangen. Das habe ich jetzt offscreen gemacht und dann dachte ich mir, ja gut, ich lasse das Pferd da, dann habe ich ein Pferd. Und dann wollte ich es wieder abholen und ja, welches Pferd willst du abholen? Ich so, welches Pferd? Ich habe ja nur eins. Und dann habe ich gesehen, dass Epona auch im Stall war und zwei weitere. Also ich habe vier Pferde anscheinend. Wusste ich gar nicht. Finde ich aber geil, weil natürlich hat Link ein Pferd. Das haben sie eigentlich ganz cool gemacht. Ja, und deswegen habe ich Epona hier, Leute. Aber wenn ich sie jetzt rufe, kommt sie nicht. Sie ist irgendwie zu weit weg. Schade. Hier habe ich Markierungen von weiteren Schreinen. Hier übrigens bin ich gestorben, weil irgendein Stalinox im Wald aufgetaucht ist. Also Halleluja. Also ich habe offscreen ein bisschen was gemacht, aber dabei schon echt ein paar Monster kennengelernt. Ja, gucken wir uns um, machen vielleicht ein paar Schreine und vielleicht machen wir dann die Hauptstory hier. Ich habe übrigens hier auch ein richtig cooles Schwert gefunden. Das hier, seht ihr, das ist so ein Zweihänder und richtig stark. Und dann habe ich hier so ein Herz vorne dran. Seht ihr das, wie verrückt das ist? Das habe ich bekommen, weil ich so ein Ding besiegt habe. Wie ist der? Ivarok, genau. Und dann ist dieser Stein übrig geblieben und dann habe ich ihn da dran gehängt und das Ding hat 27 Stärke. Und dann dachte ich mir, leco mio. Okay. Und das Ding selbst habe ich aus dem Brunnen da hinten. Da gibt es einen Brunnen, Leute. Hier in dieser Ding. Moment, wo ist er? Da. Da ist der Brunnen. Und wenn man da unten reingeht, da findet man dieses Königsschwert. Dieses Zweihänder-Königsschwert, oder? Krass. Habe ich euch schon erzählt, dass Epona mich aufregt? Und mir ist aufgefallen, dass in diesem Spiel wirklich sehr viel Regen gibt. Sehr viel Regen. Also es regnet wirklich die ganze Zeit. Es hört einmal kurz auf, dann ist kurz mal etwas... Und dann fängt es wieder an. Das ist die ganze Zeit regnet es in diesem Spiel. Ich weiß nicht warum.
Da ist Epona, endlich. Ich habe sie mehrmals rufen müssen. Jawohl, da haben wir sie wieder. Und wie ihr seht, habe ich hinten so einen kleinen Anhänger. Ich könnte, und ich habe es ja auch schon gemacht, aber das brauchen wir überhaupt noch nicht. Du kannst dir einen Wagen zusammenbauen und dann kannst du ihn hier mit diesem Geschirr anhängen. Und Epona kann diesen Wagen ziehen. Das ist echt lustig. So, jetzt machen wir den nächsten Turm, damit wir mehr sehen. Okay, ich habe das Ding jetzt hier rangebracht. Vielleicht hält es schon. Probieren wir es mal. Den habe ich nämlich schon öfter getroffen. Und wenn du es schaffst, dass das Ding stehen bleibt, also wenn er loslässt und es bleibt stehen, dann hast du es geschafft. Dann zieht er weiter. Kerzengerade, würde ich auch mal sagen. Also mit den Dingern geht's super. Und wenn du das geschafft hast, dann mach das nochmal selber. Wir müssen nochmal mit ihm reden. Er steht von alleine. Wieso ist mir das nicht schon viel früher eingefallen? Genau, jetzt sichert er das Schild und dann zieht er weiter. Und er gibt uns immer Geld. Also ich fand das ganz witzig. Das Dankeschön. Ja, so wird man reich in diesem Spiel. Und Essen gibt's auch. Und dann gibt er mir nochmal was. Okay, jetzt geht er weiter und wenn wir ihn wieder treffen, können wir das gleiche Spiel nochmal machen und dann kriegen wir wieder Geld. Ich habe keine Ahnung, das ist irgendwie so eine fortlaufende Quest. Oh, das wird nicht so leicht, da das zu erobern, aber ich möchte die Karte haben. Okay, den hätten wir, glaube ich, schon mal. Okay, nicht weiter angreifen, wir müssen unsere Waffe schon. So, der Moblin ist eine ganz andere Nummer. Aber vielleicht können wir ihn ein bisschen burnen. Boom, Alter, das war fett. Kopftreffer und Feuer. Schon ein Fünftel abgezogen, würde ich mal sagen. Boah, der hat sich selbst abgeschossen, der Vollidiot. Aber da oben sind bestimmt noch mehrere Moblins. Gefährlich hier. Aha. Das Ding können wir aber benutzen. Ja, wartet mal. Wir nehmen das hier. Oh Junge, das wird ein starkes Ding. Ja, jetzt hat er. Ich bin schon wieder in die Hocke gegangen. Das passiert sehr schnell in diesem Spiel. Okay, das müsste es gewesen sein. Die Waffe macht nämlich fetten Schaden. Hm, da sind Explosives. Die müssten wir benutzen. Und boom! Den hat schon mal erwischt. Ich bin schon wieder in der Hocke. Okay, das ist natürlich super. Oh nein, unser Schild brennt. Das ist nicht gut. Dann nehmen wir den Schild, den Soldatenschild. Oh nein. Oh nein, der Typ. Der ist gefährlich, weil der wirft und schießt Feuer. Okay, wir machen... Alter, sind das viele Gegner hier, aber wir machen das schlau. Warum ist es nicht explodiert, bitte? Warum explodiert das denn? Ja! Das war ein super Schuss. Okay, das Problem ist natürlich, jetzt haben sie hier den Boss Bob Klin oder wie der heißt. Der ist tot. Aber gegen den habe ich schon mal gewonnen, sage ich euch gleich. Nur der Typ ist blau, das heißt, wir sind One-Hit. Echt Problem. Wir sollten sie runterjagen. Solange seine Waffe brennt, kann sie auch kaputt gehen, sage ich euch. Burn, Motherfucker! Na, der hat aber gar nicht mehr so viel. Wird er mit uns kämpfen? Sehr gut. Daneben. Ich glaube, er ist fast. Diese Waffe macht sehr viel Schaden. Ja, da geht er zu Boden. Da geht er zu Boden. Bossbockherz. Zum ersten Mal gegen wir das. Wow. So, jetzt können wir den Turm, oder? Können wir dann rein? Sieht zu aus irgendwie. Doch, wir können. Das heißt, wir können es wieder machen, Leute. Wie geil. Kommt jetzt die gleiche Animation wieder?
Wir werden wieder hochgeschossen, oder? Da sind sie wieder. Werden wir hochgeschossen? Ja. Und bumm. Schaut euch mal das an, das sind die Himmelsinseln. Vom Anfang. Was ist das? Da habe ich Sachen gesehen, Leute. Da habe ich Sachen gesehen. Empfangsbestätigung. Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Geil. Aha. Diese Inseln kennen wir nicht. Die sind... Aha. Okay, interessant. Okay. Schaut euch mal das da hinten an, bitte. Was ist denn das, ey? Wir können jetzt schon den Fallschirm ausfahren. Schaut euch mal das da hinten an. Das meinte ich. Was ist das für ein Muster da, bitte? Wie krass. Wir können auf diesen Himmelsinseln hier landen. Und sehr geil. Alter, das war Millisekunde vor Tod. Wow, Goldäpfel. Leute. Na, wir haben es trotzdem sauber abgefangen. Oh, eine Fee. Schnell. Ach komm. Boah, sind die schnell weg. Oh Mann. Das Ding schwebt eh, wie wir wissen. Brauchen wir jetzt nur noch draufhauen. Wir müssen eigentlich gerade fliegen. Okay, wir sind da. What the shit? Was hast denn du hier abgeschossen? Hallo, was schießt der für Pfeile? Okay, Junge, das war's für dich. Das war's für dich. Konstruktbogen. Was ist denn das? Raketenantrieb? Was zum Teufel ist das? Können wir das auch hier verbinden? Okay, jetzt wartet mal. Das ist... Keine Ahnung, hilft das was? Düsenantrieb haben wir jetzt. Ja, okay. Wenn ich das gewusst hätte, ich lieber die Ventilatoren genommen. Aber wir haben noch Restschwung. Ach du Scheiße, hier ist ein Boss, der auf uns wartet. Mein Gott, hoffentlich ist er nicht zu schwer. Hm? Das ist ja mal ein verrückter Bossfight hier oben. Dass man da extra dazu hinreisen muss. Mal sehen, wie stark der ist. Also schwach wird er ja bestimmt nicht sein, tippe ich. Beta, wir haben ja Alpha gehabt, jetzt ist Beta dran. Okay, mal sehen, was der drauf hat. Hallo. Alter. Er visiert ihn nicht an und das ist wirklich ein Problem. Hab ich dich, ja? Naja. Wir können so nicht viel Schaden machen. Ah, Moment. Jetzt sieht er nichts. Können wir diese Truhe da lösen? Ah, können wir. Moment, machen wir erst die Truhe auf. So mitten im Fight, kein Problem. Was ist es? Was Nützliches? Alte Karte. Eine Landkarte, die offenbar vor langer Zeit angefertigt wurde. Sie weist den Weg zu einem Ort, aber was mag sich dort nur befinden? Können wir ja mal nach dem Fight auschecken. Jetzt müssen wir den Typen erstmal besiegen. Bis jetzt ist er nicht leicht. Kranker Bossfight. Komm schon mal runter. Die verletzliche Seite ist weiter oben. Ich meine, okay, ich habe eine Idee. Machen wir mal was, Leute. Machen wir mal was. Autsch. Du bist insta-death. Das war das erste Mal, dass er mich getroffen hat und ich bin sofort tot. Ah, wir sind zu früh da. Aber die machen wir trotzdem. Bombshell. Das war ein geiler Schaden. Okay, jetzt fängt er damit an. Meine Idee ist jetzt diese hier. Oh oh.
Können wir nicht. Ich habe ja gehofft, wir können das machen. Na okay, dann müssen wir warten. Vielleicht wird er einfach kleiner. Ach nee, der holt sie zu sich zurück. Wir müssen auf dem Ding drauf. Auf eines dieser Dinger. Jetzt weiß ich's. Okay, versuchen wir das zu machen. Okay, jetzt auf eins drauf. Ich bin zu langsam, oder? Was machst du jetzt? Okay, hat nicht geklappt. Vielleicht müssen wir... Ich weiß es noch nicht. Wir müssen es rausfinden. Jetzt kannst du sie nicht mehr hochholen, oder? Doch, kann er. Also, das klappt auch nicht. Hehehe, was machst du jetzt? Jetzt habe ich einen von deinen Blöcken. Den kannst du nicht zurückholen. Das ist ihm, glaube ich, egal, oder? Hä, was soll ich denn machen? Ich meine, wir haben ihn einen Block geklaut, aber bringt das was? Eins noch an den Schild, komm. Ja, er ist trotzdem wieder komplett. Das gibt keinen Sinn. Hoffe ich jedenfalls. Wo sind die Plattformen? Gehen wir zu einer dieser Plattformen. So, wir sind oben auf der Plattform. Das ist meine Hoffnung jetzt, dass wir ihn von da mal erreichen können. Aber wir können ihm keinen Schaden zufügen, oder? Nee, ich habe auch keinen Schaden gesehen, der möglich gewesen wäre. Moment, vielleicht klappt das. Ich habe eine Idee. Wir könnten doch die Zeit vielleicht zurückspulen. Wartet mal. Wenn das klappt. Wartet mal. Wartet mal, welches war das? Zeitumkehr. Komm schon drauf. Ja, 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 ja. Komm schon. Na, was ist jetzt, ha? Jetzt sind wir oben. Komm her. Wo ist das Ding? Geile Geschichte. Komm schon. Okay, weiter geht's. Wo ist das Ding? Oh, oh nee. Okay, wir haben es überlebt, aber es war echt knapp. Wir wären fast gestorben. Das ist viel zu gut. Das ist auch eigentlich zu gut. Das haben wir gerade geholt. Das nehmen wir ein paar Mal. Diese Äpfel können wir essen einfach so. Wir müssen uns voll heilen. Aber wir machen das mit einem Apfel. Ah, da ist das Ding. Wow. Okay, komm. Wir haben ihn gleich. Komm schon. Den packen wir. Alter, das war ein Film rauszufinden, oder? Wie der geht. Noch ist er nicht besiegt, aber... Jetzt kommt die entscheidende Phase. Erwischt, Junge. Erwischt. Jawohl. Noch einmal. Okay, schade. Nicht ganz. Aber von der Seite können wir ihn erwischen. Das war's. Yes! Ich glaube, wir waren viel zu früh. Egal. Rakete. Wir haben ja gerade schon eine gesehen. Und jetzt gibt es hier zwei dieser Module, die wir nicht einsammeln können. Das ist so nervig, oder? Aber wir haben es gepackt, Mann. Geil. Ein Schrein? Wir haben einen Schrein gefunden im Himmel? Also, egal was ich tue, ich lande beim Schrein, oder? Was ist denn das? Wo ist denn der Schrein? Der ist unsichtbar. Was ist denn das für ein verrückter Schrein? Gehen wir mal rein. Oh Gott, bin ich nicht zu schwer jetzt. Aber auch eine Kampfherausforderung könnte in diesem Gebiet fast schon zu hart sein. Bringe den Kristall, den das Licht zeigt, dem Schrein da. Dann schenken wir dir ein Licht, das die Finsternis bleibt. What? Was? Okay. Interessant. Wir sollen den Kristall von da drüben herbringen, oder was? Was geht denn hier ab? Okay, probieren wir rüber zu springen, vielleicht klappt's ja. Ja, mit dem Gleiter ist das sogar kein Problem. Es klappt, wir kommen rüber. Das Ding soll... Okay, wie denn? Okay, was gibt's denn hier noch? Maxi-Rübe, das ist eins der besten Sachen auf Breath of the Wild. Also mit denen kannst du Gerichte kochen, die deine Herzen erhöhen über dein normales Maß hinaus. So gut, ne, was man da basteln kann.
Können wir dieses Ding manuell bewegen? Mit der Ultrahand ist die Frage. Ja, können wir. Aber ich glaube, wir haben ein Problem, oder? Nee. Das reicht also nicht. Wir müssen irgendwas bauen. Es hält. Weiß ich nicht, ob das funktioniert, was ich vorhabe, aber... Probieren geht über studieren, sagt man immer. Nein! Nein, ich bin runtergefallen. Ach komm, no way! Dabei waren wir schon so weit. Ach komm, ach nö. Okay, ein andermal. Schreine, wie wir sehen, meine Damen und Herren. Aha, ist das... Ist das nicht die Fee? Ist das nicht die Fee da hinten? Da müssen wir auch mal hingehen. Zu umschreien. Ja, mal sehen, wie schwer der sein wird. Gehen wir mal wieder in einen Schrein. Ach du Scheiße. Gute Führung. Oh Gott. Okay, wir müssen dafür sorgen, dass hier das Ding runterläuft. Diese Kugel. Wir haben dazu das Teil. Mhm. Na, ich will nicht draufgehen, ich will draufgehen. Ja, ja. Der Anfang ist ja schon mal easy. Okay, hat sich schon gelöst. Sehr gut. Kann ich es bitte mitnehmen? Okay, nicht so wirklich, ne? Aha. Keine Ahnung. Lassen wir das erstmal hier. Eigentlich müssen wir vielleicht mal hochschauen. Okay. Ist das überhaupt möglich? Nein, das ist alles gar nichts. Da muss die Kugel rein, ich habe noch keine Ahnung. Gucken wir erstmal da hoch. Okay, was ist hier drin? Das war easy. Da musste man nämlich nichts können. Wow, ja, kein Wunder, dass da nur 5 Pfeile sind. Okay. Ich meine, im Endeffekt können wir auch eine unverschämte Sache machen. Ich zeige euch, was ich meine. Vielleicht klappt's ja. Wir schnappen uns die Kugeln. We're gonna take this ball. Balls to the balls. Ich Dummi, ich habe den falschen Knopf gedrückt. So, balls to the balls, meine Damen und Herren. Hä? Eigentlich hätten wir sie haben müssen. Vielleicht geht's ja auch nicht. Ich muss probieren. Ich kann sie nicht greifen, ne? Okay, es ist halt riskant, dahin zu gehen. Probier's nochmal von hier. Hab sie. Ja, das war mein Plan, Leute. Mit Absicht. Okay, wie bringen wir jetzt die Kugel da rein? So. Oder so vielleicht, ja. So, wird das funktionieren? Wird er die Kugel reindrücken? Müsste er eigentlich von der Logik? Naja, sie wird geschoben, sie wird geschoben. War leichter als gedacht, oder? Hat viel komplizierter ausgeschaut, als es war. Mann, das hat mir Schaden gemacht, das war dumm. Egal, wir haben es geschafft. So, Leute, wir sind wieder zurück. Da unten ist ein Stall, das ist ja ganz interessant. Da können wir auch hingehen. Und ich glaube, ich kenne auch diesen Stall noch vom Vorgänger. Ich kann mich sehr gut an diese Position erinnern. Und jetzt gehen wir aber zu dem... Ist das die Fee? Das ist doch die Fee. Würdest du dich bitte fernhalten? Ich will nichts zu tun haben mit Monstern, die es auf meine Fähigkeiten abgesehen haben. Kleidung zu verbessern, du... Die Welt da draußen besteht nur noch aus Monstern und Miasma. Meine ältere Schwester Terra hat mir das erzählt, daher weiß ich, dass es stimmt. Dass ich das liebliche Säuseln einer Flöte vernehme, ist, dass ich so gerne höre, mache ich keinen Schritt aus meiner Knospe hinaus. Ah, ich wollte mich bei einem Stall niederlassen, um Reisenden mit meiner Fähigkeit zu helfen. Wenn ich doch nur den Klang einer Flöte gespielt von dem Mitglied eines Ensembles hören könnte. Ja gut, es ist klar, was wir machen müssen. Sie macht nicht auf.
Sie macht nicht auf, weil wir... Ja, wir müssen irgendwie eine Flöte hier spielen, was wir nicht können, weil... Ja, das ist irgendein Story-Part. Dachte ich mir fast. What the shit? Gehen wir schnell hier rein. Was? Da ist ein Drache? In der Hylia-Brücke? Ich hatte gehört, dass Prinzessin Zelda vermisst wird und du ebenfalls. Ich freue mich, dich gesund und munter zu sehen. Aber wo ist die Prinzessin? Die ist entführt oder, keine Ahnung, verschwunden. Was? Prinzessin Zelda? Wird also noch immer vermisst? Da kommt mir eine Idee. Link, du solltest einmal mit Impa reden. Impa? Aha. Wir erforschen die Geoglyphen, die vor kurzem plötzlich überall erschienen sind. Ah, diese Dinge, die ich gerade gesehen habe. Der Frosch. Aha. Das könnte helfen, Prinzessin Zelda zu finden. Das ist im Haus. Heißluftballon. Nordwestlich von inneren Hyrule. Aha. Aha. Ach so, ich dachte, das hat was mit diesen Drachen da hinten zu tun. Ich meine, gegen den Drachen möchte ich jetzt ungern kämpfen. Ich glaube, das schaffen wir eh nicht. Vielleicht ja schon, aber eigentlich wollten wir was anderes machen, Alter. Okay, wir sind bei dem nächsten Schrein. Oyami O-Schrein. Okay. So, Kampftechniken. Werfen. Schon wieder werfen? Hatten wir das nicht schon mal? Ich glaube, es wird nicht zu schwer. Okay. Müssen wir Waffen werfen oder was? Oder... Bogenschütze wieder mal. Dieser Schrein läutet ein Übel aus vergessenen Tagen. Du, der du ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Was müssen wir tun? Ziel ist sorgfältig und wirft dann das Material nach dem Gegner. Ach so, wir sollen jetzt... Ja, krass, das ist jetzt neu. Müssen wir das in die Hand nehmen? Wie läuft das? Allein dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Bereite dich gut darauf vor. Ja, okay, gut, gut, gut. Wir müssen anscheinend Feuersamen werfen, damit der Typ da vorne burnt. Aha. Gedrückt halt nach oben und... Ach nee, zuerst Wurfhaltung, dann nach oben. Ach Gottchen, okay. Warte mal, wir sammeln erstmal die Dinge ein. Ja, ja. Du hilfst eh nichts, Junge. Du Luschi. Okay, lassen wir ihn nochmal schießen. Genau, jetzt. Und jetzt müssen wir das hier nehmen. Und werfen. Ausgezeichnet. Ich meine, es ist jetzt nur ein Tutorial eigentlich, oder? Jetzt wird er sich wieder bewegen und wir müssen ihn wieder treffen. Lass dich von der Bewegung des Gegners nicht täuschen und wirf das Material nach ihm. Machen wir. Machen wir. Okay. Mal sehen, wann er stehen bleibt. Das hatten wir schon mal. Das war doch wirklich super leicht, oder? Mann, unser Schild da hinten auf dem Rücken mit diesem Block ist voll eigenartig. Was für ein Schild. 3 Donnerblumen. Geil. Die findet man wirklich nicht oft. Sehr gerne. Okay, cool. So, jetzt gehen wir in den Untergrund. Das ging doch recht flott. Schön. Soll ich jetzt hier runterspringen? Verdammt nochmal. Sterben wir nicht? Boah, shit. Ist sehr heftig. Es wird sehr dunkel hier. What the shit? Das ist ja abgespaced hier unten. Aber schon irgendwie krass, oder? Wow. Wo ist Robelo nur hin? Es gibt eine unterirdische Karte? Okay, das ist krass. Wow. Hätte ich nicht erwartet. Alle Orte auf der bereits erlangten alten Karten werden in deine Karte übertragen. Sprechen wir mit dem. Bist du Link? Ich freue mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Aal und ich bin ein Mitglied der Sona-Forschungsgruppe. Rubelo hat mich gebeten, dich zu ihm zu führen. Aber er hat mich so zur Eile angetrieben, dass mir die Leuchtsamen ausgegangen sind. Zu einem Überfluss habe ich ihn auch noch aus den Augen verloren. Tja, wo ist er denn hin? Oh. Ich dachte, dass er in die Richtung des Lichts da drüben gehen würde. Aber dann ging er immer weiter. Anscheinend hat er sich nach Westen verschlagen. Was ist denn das? Was ist das? Können wir damit interagieren? Anscheinend schon. Was passiert denn hier? Das ist ja krass. Jetzt leuchtet's hier, oder? Das ist ein Riesenleuchtsamen in Wirklichkeit, oder? Ist zum Teufel... Was? Jetzt wird's üppig. Ist es vielleicht doch ein Schrein?
Nee, ist eine Art unterirdische Karte. Ach so. Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkle und erleuchtet deine Umgebung. Warum wurden die Herzen jetzt gerade so gezeigt? bedenklich, was? Okay, wir dürfen nicht in das rote Zeug. Das entzieht einem Kraft. Ist hier nicht eine Lücke? Wir könnten hier drüber klettern. Oder wir gehen halt hier drüber. Ich glaube, so geht's auch. Ja, so geht's. Ein paar düstere Würmchen. Also hier war er, aber jetzt ist er nicht mehr da. Moment. Na, lebst du noch? Dieser Ort trieft ja geradezu vom Miasma. Da geht man besser nicht zu nah ran. Und ohne Leuchtfahne ist hier angeblich sowieso Ende im Gelände. Mhm. Und ich bin zum ersten Mal hier. Für dich ist das also sicher ein Kinderspiel. Mhm. Das rätselhafte Bild, ja, danach suchen wir, genau. Westlich von hier. Man muss also jetzt nach Westen, okay. What the shit, geil. Donnerblumen. Was ist das? Gegner, hä? Ganz komisch, Gegner. Ja, kommt immer her. Was ist mit euch los? Wollt ihr fighten? Ja, sie wollen. Sie ziehen sich sehr blöd zurück. Okay, na gut. Dann machen wir es halt so. Komische Viecher ein bisschen. Okay, was haben die... Was? Sonanium? Was? Die droppen Sonanium? Und Leuchtsamen? Was sind das für Dinge? Burn. Wartet mal. Ich zeige euch mal, warum diese Dinger so gut sind. Na? Wir haben schon wieder so viel Zeug auf einmal, ne? Alter. So. Schaut euch das an. Wir sind gleich da. Und wenn wir da vorne das Ding erreicht haben, dann kommen wir besser voran. Hier fliegen Drachen auch rum. Hier ist richtiges Gelände. Mit mehreren Ebenen. Ich erkenne es erst jetzt. Diese Drachen. Ich kenne sie. Sie sind schwach. Sehr schwach sogar. Ah ja. Hey. Was? Ach, deswegen wurde uns das vorhin so angezeigt. Ich habe mich gewundert. Okay. Wenn wir hier Schaden kriegen, dann verlieren wir dauerhaft die Herzen. Es sei denn, wir kommen hier wieder hin. Weil ich glaube, dann werden sie wieder aufgefüllt und wir sehen wieder mehr. Ist er da vorne? Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Aber wir machen erstmal das Licht hier an. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Wow. Schon ein richtig großer Bereich jetzt, ne? Geil. Und unsere Herzen? Ja, aber wir müssen uns heilen noch. Da habe ich ihn gesehen. Da ist er. Mein Gott, Typi. Was zum... Dieses seltsame, würzelförmige Ding strahlt ein überaus belebendes Licht aus. Es fühlt sich so an, als ob... Es fühlt sich fast so erfrischend an, als wären wir an der Oberfläche. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe fast den Eindruck, dass es meinem Körper wohltut. Oh, hey, aber nun zu dir. Wurde auch Zeit, dass du es hierher geschafft hast. Ich will dir etwas zeigen. Wow. Eine Figur auf zwei Beinen, die einen Arm hebt. Sieht das nicht so aus wie das Bild auf dem Fragment, das Joscha erwähnt hat? Ja, auf jeden Fall. Aha, jetzt hat das Fotomodul seinen Auftritt. Wir haben es, glaube ich, geschafft, Leute. Wie jetzt? Du weißt gar nicht, wie man das Fotomodul aktivieren kann? Nö, weiß ich nicht. Das ist merkwürdig. Das Fotomodul ist eine der Hauptfunktionen des Pura-Pads. Benutzerfreundlich und narrensicher. Kannst du mir dein Pura-Pad mal kurz zeigen? Klar! Zeig mir das Pura-Pad. Ach du meine Güte. Sowohl dein Fotomodul als auch das Hyrule-Handbuch sind gesperrt. Ja, ist mir übrigens auch schon aufgefallen. Ich wollte mal ein paar Tiere schon mal abfotografieren. Ging irgendwie nicht. Ich hab's nicht gefunden. Es ging auch gar nicht. Alles klar. Na komm, dann entsperr's endlich mal. Fotomodul. Ja, machen wir doch mal gleich. Ja, wir machen ein Foto von dem Kollegen hier. Also gut. Foto. Okay. Tada. Ja, man sieht's doch gut.
Okay. Wie ist es gelaufen? Ja, wie ist es gelaufen? Hast du die rätselhafte Statue mit deinem Fotomodul abgelichtet? Na los, zeig schon her. Wunderschön. Jetzt hast du dein Motiv wahrlich mit Bravour eingefangen. Joscha wird Freudensprünge machen. Erst die Leuchtwurzel und dann die Statue, die Joscha gerade unter die Lupe nimmt. Eines steht fest, wenn wir uns nur fleißig an die Arbeit machen, warten hier spektakuläre Entdeckungen auf uns. Wie dem auch sei, ich werde mich zunächst auf den Rückweg machen. Dann mal bis später, im Spähposten und lass Joscha nicht allzu lange warten, in Ordnung? Cool, Leute. Ja, wir machen jetzt hier nicht weiter, das ist ja eine eigene Welt. Man kann hier so viel erkunden und vor allem, wir haben ja jetzt auch gesehen, dass es auch hier nach oben hin weitergeht. Hier gibt es Ebenen, richtige Ebenen. Aber es wird lustig sein, das zu erkunden hier. So, ich wollte jetzt noch von dem Schreinen, haben wir jetzt genügend, damit wir uns nochmal einen Herzcontainer oder Ausdauer geben können. Ja, also wir haben jetzt schon ein Herz gewonnen. Wir haben zwei Herzen gewonnen. Jetzt machen wir mal Ausdauer. Ja, ich habe bitte Ausdauer. Ja, weil es ist auch sehr überlebenswichtig. Wenn du in einem Fluss landest und hast zu wenig Ausdauer, richtig scheiße, tot. Ne? Oder du willst irgendwo hochklettern, schaffst du nicht, weil deine Ausdauer nicht reicht. Und du kannst natürlich Ausdauer dann nehmen, aber du verbrauchst zu viel. Ausdauer ist auch verdammt wichtig. Miasma entweicht wieder. Also der Segen tut uns gut. Ja. So, Leute. Tja, die nächste Folge wird dann wieder auf Twitch sein. Da werde ich wieder einen Livestream machen. Und da seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Und dann mache ich natürlich wieder einen Zusammenschnitt, damit die Leute auf YouTube auch alles sehen. Also, Leute, ich verabschiede mich für diese Folge. Leute, macht's gut. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und peace.